Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Willkommen bei dem Kanal, bei dem es immer kracht. Ich bin der CraftKid und ich präsentiere euch heute das neueste Update des Next Car Game. Und mit dem Namen fängt es schon an. Es heißt jetzt nicht mehr Next Car Game, sondern Wreckfest. Ich kann euch noch einmal die Definition vom Urban Dictionary genau jetzt einblenden. Und wenn nicht, findet ihr die auf jeden Fall irgendwo, entweder als Link oder direkt in der Beschreibung. Was gibt's Neues? Wir haben ein neues Auto, wir haben ein Bewertungssystem, wir haben zwei neue Strecken bekommen, wir haben zwei neue Modi bekommen für Derby-Arenen und Multiplayer. Online-Multiplayer. Fangen wir erstmal mit dem einfachsten an. Dem Auto. Dem Auto. Ein European Coupé. Ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Ahnung, wovon das irgendwie angelehnt sein könnte. Also hinten sieht es so ein bisschen aus wie vom Mustang, was mich so ein bisschen verwirrt. Aber sonst... Also ich hatte so ein Bild vom Auto, so, ja, im Gedächtnis, was so ähnlich aussieht, aber ich kenne jetzt den Namen davon nicht. Deswegen nützt mir das nicht recht viel. Das Auto fährt wahrscheinlich angetrieben durch Zauberhand, 305 km/h, von 0 auf 107,6 Sekunden, hat um die 160 PS, deswegen wirklich Zauberhand, wiegt an die 1,1 Tonnen und hat 146 Performance Points. Wir kommen nochmal später darauf zurück. Um zu sagen, haben mit dem European, also dem Kompaktwagen. Das können wir hier einbauen. Wir können Dinger reinbauen, die das Auto fortwährend schlechter machen. Also die eigentlich besseren Motoren machen das Auto mal schlechter. Ich weiß auch nicht, wie ein Motor, der mehr Hubraum hat, weniger Leistung bringt. Könnte es natürlich sein, weil hier, wenn sich mal einer anguckt, da dass er einfach wahrscheinlich über ein geringes Drehzahlband verfügt. Das könnte natürlich sein, ne, dass man halt früher schalten müsste. Differential machen wir mal halb geschlossen oder so. Keine Ahnung, wie das heißt. Hier genau machen wir Viergang rein, weil gestreckte Grafiken sind immer wunderschön. Also gestreckte Textgrafiken vor allem. Machen wir mal die weiche Federung rein. Machen wir erstmal die weiche Federung rein. Bremsen gibt es jetzt nur noch die und nicht mehr diese High-Performance-Dinger. Reifen gibt es schon seit einer ganzen Weile keine speziellen mehr. Und es gibt jetzt auch nur noch 5 verschiedene Styles. Das wird man nicht so rumbacken hier. Also einmal halt so grau-blau, rot. Blau, violett, grau, weiß, hellbunt, würde ich das jetzt einfach nennen. Das ist hellbunt. Gelb, schwarz, okay, Farben, CraftKid, Farben, rot, schwarz, orange, weiß. Also ich finde, dass das Rot hier irgendwie, dass es eher noch rötlicher aussieht als das, deswegen habe ich das extra aufgezählt. Und ganz zum Schluss rot-weiß. Dieser Name hat wohl wahrscheinlich, warum auch immer, den Namen Genk. Ich habe mir das irgendwann mal durchgelesen im Forum, warum er vielleicht den Namen haben könnte, aber ich habe keinen Plan. Aber wir nehmen jetzt einmal Genk rot-weiß. Wer hat was dagegen? Offensichtlich niemand. Hat sich zumindest keiner gemeldet. Verbal. Diktatur und so. Ach, Autokratie ist doch schon was Feines. Und wir fahren nicht Sandpits, sondern, hier haben wir ja schon Speedway. Widmen wir uns nachher noch. Dann fahren wir erstmal ein schönes Derby in der Modpit. Und da können wir jetzt nicht nur im Large Man Standing fahren, sondern auch im Deathmatch. Manche Leute kennen das Deathmatch vielleicht aus Battlefield oder Call of Duty oder
Medal of Battlefield Duty oder CSS. Nein, CSGO. Und das ist hier so ziemlich genau dasselbe. Andere Wagen mehr oder weniger töten, um selber irgendwann wieder respawned zu werden. Wenn man selbst in Anführungszeichen gestorben ist. Das mache ich lieber mit 16 Gegnern. Ich will das Ganze hier nicht überfordern. Mein Computer macht schon irgendwelche komischen Geräusche. Ich habe irgendwelche Bilder kopiert und seitdem macht er das heute. Ich will ihn heute mal nicht überfordern. 4 Minuten, das reicht eigentlich vollkommen. Wetter random, also random Wetter ist ja je nach Wettervorhersage. Und ja, Traction Control einfach nur deshalb, weil ich mich nicht nur die ganze Zeit drehen will, sondern vielleicht nur die Hälfte der Zeit. Deswegen auf. Und die Wagen kann ich jetzt schon mal so vorwegnehmen. Die nehmen bisschen haben sie da geändert, ein bisschen mehr Schaden nehmen sie jetzt. Noch dürfte er hineininterpretieren. Innerhalb der nächsten Minute sollte die Interpretation dann aber zeigen, ob eure oder sollte sich dann zeigen, ob das von mir doch eher eine Hyperbel, also eine Übertreibung war, oder ein schönes Understatement, mit einer Untertreibung oder ob es die Wahrheit ist. Leise. Audio 80%. Warum? Das hier? Ah. Wahrscheinlich sein, dass es bei mir einfach nur ein bisschen komisch gestellt hat. Wenn es bei euch sein sollte, dann tut es mir leid. Tut es mir sehr, sehr leid, dass ihr das nicht hören könnt. Aber es geht doch nicht nur ums Hören, es geht doch einfach nur zu sehen, wie Metallstück kalt deformiert wird, wie aus einer Limousine ein Kompaktwagen wird. Das ist es, worum es in Demolition Derby geht. Also Deathmatch, also was auch immer. Etwas mehr Schaden, wie ich sagte. Ich glaube, jetzt hat sich das schon mehr oder weniger geklärt. Jetzt erst recht. Ah, es sieht cool aus, muss ich mal sagen, ne? Was ich noch ein bisschen fallen könnte, wenn man so die Gegner einstellen könnte, was die für Autos fahren. Das sind ja, glaube ich, zufällig verteilt, was die für Autos fahren. Halt sagen können, ja, die spielen jetzt halt nur mit so und solchen Auto an und solchen Auto vielleicht. Das würde hier eigentlich fast fern das gleiche kommen. Das wenn man das selber ausprobiert. Oder sagt, hätten wir aus der Region, steht ja immer noch nicht fest, dass, welche die dritte Region wird, auf der die Autos kommen sollen. Logisch wäre ja Europa, Amerika, Japan. Jetzt ist jetzt kein Auto, was jetzt irgendwie halbwegs geeignet für ein Tourist sein sollte und aus Japan kommt. Fällt doch, ist aber trotzdem. Ich komme ja in Berlin auch rein. Also Berlin. Nein, nicht Brandenburg an der Havel, sondern Stadt bei Berlin. Also zwischen Berlin und Brandenburg rüber. Bei uns ist ein Rock-Radio-Sender. Die haben auch die eigentlich so ziemlich billige andere Radio-Sender auch. Der heißt auch Tito. Aber nicht, weil er ja sowas macht. Nein, das macht ein anderer Kollege, weil es noch kaputt war, also ich sage Crash-Challenge. Einfach nur, weil er aus Amerika kommt. Das hätte auch super gepasst, hätte ich jetzt in American Setting genommen. Also, so fahren wir halt mit Oil Gig. Ich muss sagen, eigentlich kennt sich mein Wagen sogar noch nicht. Hat er noch keinen eigenen Take-Out? Well, whatever. Ich mach die ganze Zeit Take-Out-Assists. Weil ich den Wagen einfach nicht getroffen habe oder was gleich nicht ist. Kann wirklich passieren, dass ich einfach mal den Wagen streifen wenn mal eines dieser Dinge da unten erfahren, dass er geschwacht ist. Oh, sorry, das ist mal sehr langweilig. Was ist passiert? Das ist mit. Ah, doch schon mal ein Take-Off. Yay. Yeah. Diese Zwischenstufen
dritte Aufnahme, die ist hier gerade irgendwie kippt, zustande zu bringen. Nach der ersten Aufnahme habe ich gemerkt, Headset geht. Das ist mal, woran das liegt. In der zweiten Aufnahme habe ich geguckt, hast nach der ersten Aufnahme irgendwas verstellt. Plötzlich habe ich das Spiel noch nicht aufgenommen. Machen wir das Ganze nochmal. Da bin ich jetzt gerade. Warte. Ich bin wirklich so einer derjenigen, der sagt, wenn ein Auto wirklich deformiert ist, dann hat das irgendwie seine eigene Schönheit. Das trifft für mich gerade zu. Ich werde das vielleicht sogar irgendwie als Thumbnail nutzen. Alter. Dann wollte irgendjemand vielleicht mal Spurverbreitung haben, hä? Das ist jetzt kostenlos. In jedem dritten Ü-Ei. Okay, das war nicht zentriert. Das ist zentriert. Sorry, Jungs, aber... man muss das auch nicht nochmal machen. Ah, das stört. Pünktner, wie geht denn das? Da muss doch jetzt einer mindestens noch zwei Takeoffs machen. Wirklich, in der Regel hast du nach irgendein Affen, der schon bereits für die Takeoffs sein. Das sind nicht 3 bis 4, sondern sogar 4 bis 5. Finde ich am schlimmsten. Und dann prahlen die noch. Hängt doch nicht. Was soll denn? Ich bin hinten reingefahren. Ich bin auch mal trinken. Hängt doch nicht. Ich bin ihm doch gerade reingefahren. Wo kommt jetzt der Takedown her? In der letzten Aufnahme war ich irgendwie 3 oder 4 Mal zerstört worden. Jetzt nur einmal. Und Heavy Hitter. Ja, wie man es natürlich von mir kennt. Crash Kit. Wofür steht denn sonst der Name? Also nicht. Programme crashen, sondern Autos crashen. Diesmal stimmt das sogar, weil ich hatte hier schon irgendwo mal einige Kollegen, die hatten denn doch weniger Punkte als ich und haben trotzdem den Bonus Heavy Hitter bekommen. Zum Glück verwundert mich das noch gar nicht, dass Red Dog Player 4 geworden ist mit 5 Takedowns. Player 7? Oh, wie ist das? Der hat 4100. What? Kann der denn bitteschön nächsten Schaden gemacht haben, wenn auch noch Player 2 die wenigsten Punkte hat. Irgendwie muss das ja zusammenhängen. Weißt du, halt wie in The Structionary Arenas, ne? Wo du einfach durch Driften auch Punkte sammelst. In Demolition Derby Spiel. Ja, klar. Das ist Maul. So, kommen wir mal zu dem Part, was ich sagte, mit den Leistungspunkten, was ich nicht so ganz verstehe. Nehmen wir uns mal den Motor, den T2000er S4 A-Klasse. So. Gucken wir uns mal das Auto an. So, machen wir mal einen Standardmotor wieder rein. Wow. Der Wagen ist 40 km/h langsamer. Beschleunigt eine halbe Sekunde langsamer. Okay, der hat 100 PS mehr. Und wiegt weniger. Das ist insofern negativ, als dass du im Stockcar möglichst ein schwereres Auto haben willst. Damit du nach F gleich M mal A, also Masse muss möglichst groß sein, ordentlich reinhauen kannst. Ne? Dem Motor sowieso nicht. Du willst sowieso nichts zutrauen. Der hat 218. 291. Ja, werf doch mit Leistung um euch. Der müsste eigentlich so total die Maschine. Die Zerstörungsmaschine. 291 PS in einem Stockcar. Das kriegst du eigentlich niemals zugelassen. Hier schon. Wenn es mit Teil einfach auch mal verbiegt wie Kaugummi, dann ist das wohl. Oh, wait. 170 PS. Das klingt schon gut. 270 PS. 291. Okay. Komm, wir machen mal die hier rein. Führung machen wir mal ein bisschen steifer. Wir wollen ja jetzt oval fahren, ne? Machen wir mal lieber rein. Nicht, dass es mir so oft ausbricht. Was war denn das Design? Was so cool war. Genau das war das.
nochmal vollständig halber das zeigen. Das könnt ihr aber in einem anderen Video auch schon nachgucken von mir. In der Gegend war das LDN. Was dürfte eben über leisten können. Also, natürlich das Crash-Kit-Oval. Das Crash-Kit-Oval. So, 6 Runden. Wettervorhersagen, Wetter. Werde ich mich mal absichtlich mal eine Runde zurückfallen lassen. Also während des Rennen passiert mir das sowieso. Habe ich kein Thema rum, aber ich versuche das mal lebend herauszukommen, weil außen zu Garten ist für mich nicht die beste. Obwohl, das ist mir gut. Ach komm, Donuts machen das auch nicht. Was du sagst, so mit dem Power jetzt erst sagen, wird ich auch mal kaputt führen? Nein. Hab dann ein bisschen gut. Ja, so klingt 300 PS. Ja, okay, das wird so eine halbe Runde. Das war ein bisschen geiler. Das war bekommen. So, das war die letzte Runde. Ham! Ah, deswegen liebe ich Finger, ey. Ich fand so eine verkehrte Runde. Eigentlich würde man das Finger auf den so fahren, dass man nicht in die Fahrradtür reinknallt. Aber die fahren das halt verkehrt. Das war. Komm, komm! Yes! Yes! Unser Kühler ist größer als eurer. Oder meiner. Eurer. Was? Also, unser Kühler ist größer als der von KI fahren. Wir müssen gewinnen. Ups. War das süß? War das auch süß? Das war nicht süß. Gut, mein Wagen hat sich gerade verabschiedet. Stimmt, wir haben offenes Differential. Da kann ich jetzt so viel Gas geben, wie ich will. Eigentlich. Jetzt sowieso so zu hauen. Also wir können natürlich bei offenem Differential so viel Gas geben, wie wir wollen. Das Ganze wird auf das Rad übertragen, was weniger Grip hat. In dem Fall gar keinen. Also das, wo das Rad komplett gefehlt hat. Also viel weniger Grip als gar kein Reifen, das dazu haben kann man eigentlich nicht haben. Deswegen wird es natürlich darauf alles übertragen. Deswegen ist, sagen sie halt bei der Stocker Crash Change auch immer, der hat der Sperrdifferential. Dann wird es ja immer noch trotzdem übertragen. Wenn die geschlossen. Die Wagen driften natürlich dann dementsprechend auch mehr, weil die Reifen sich dann hinten nicht mehr unterschiedlich drehen, sondern immer gleich. Und das heißt, der eigentliche Wagen fährt geradeaus, wenn sich die beiden, also wenn sich die inneren Räder, sag ich mal, und die äußeren Räder gleich schnell drehen. Würde eigentlich heißen, dass die geradeaus fahren. Wenn man aber eine Kurve fährt, muss ja wegen den ganzen Gesetzen der Physik, ich glaube selbst, Keplersche Gesetze haben ja auch was damit zu tun, dass einfach mal das Kurveninnere Rad langsamer drehen muss als das Kurveäußere Rad, damit man sich auf eine Kreisbahn bewegt. Ich will das hier nicht großartig ausführen, deswegen sage ich das einfach so. Und wenn ich jetzt natürlich trotzdem wegen diesem Sperrdifferenzial die gleich lasse, muss ja irgendwas passieren. Also heißt ja eigentlich theoretisch Drift. Praktisch können die sich trotzdem auch noch ein bisschen anders drehen. Praktischerweise machen wir jetzt oval. Natürlich. Einfach mal uns gezeigt haben, dass es eigentlich genau dasselbe ist. Nur mit Boxenklasse, also halber Boxenklasse. Mach Platz. What? 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 What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Mann, Alter. Kannst du nicht einmal ordentlich fahren lassen? Ach, das ist der erste kritische Schaden eigentlich. Ach, ich hätte immer noch diesen Raumeffekt. Haut.
Das war Beton. Spar. Alter, und es leckt mich. Ich feier das so. Es leckt nicht mehr. Wenn ich schon dran denke, wie so. Ich so gefreut hab, yay, 10 FPS. Letzte waren die 20. Und war irgendwann sogar noch 64 mit extra. Ich kann ich glaube, wenn man physisch spielen. Du bist nicht vollkommen drauf drauf. Das ist wieder ein Teil des Kontens. Was für ein. Ja, immer noch die Kamera ist so halb noch zu sehen. War das denn jetzt einfach mal so zu sehen, ne? Ich wollte schon sagen, es scheint ja nicht so kompliziert zu sein, aber es ist. Fangen wir mal hier hinten an. Und gucken, ob das ja auch gezählt ist runter. Sehr hart. Man kann also immer hier auch hinten lang. Wir reden schneller, weil die Schwede im Kreis immer größer ist als der. Oder dann jetzt gleich mal abgeschlossene Umfang. Das ist eigentlich logisch, denn. Der Punkt ist immer eine gerade und ist mit dem Dreieck in Reingefleisch. Mit der anderen Kiste. Ey, Crash! Komm! Komm, ich will euch jemanden reinfahren. Hier, du Auto. Ich will euch reinfahren. Danke. Nein! Ach nö. Was? Das ist normal. Hab ich gehört. Hopp! Hopp, 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 hopp. Ich glaube, Pelle. Ja, Heavy Hitter und Speeder natürlich. Das können nicht viele. 23,60. Aha. Aha. 23,60, sagt der Feine. Aha. Aha. So, will ich mal gucken, ob wir hier noch irgendwie Multiplayer mit reinbekommen? Wow. Team Deathmatch, och nee. Join. Please. Hey, will drive. Hey, really, wann noch drive? Hier Knopf. I really wanna drive this time. Can we please drive in this demolition derby? Freddy. Hey, Pink von I. What? Gut, also mein Pink ist irgendwie so akzeptabel. Denke ich. Jetzt kommen sie aber alle rein. Nein, ich finde keine außen vor. Das ist eigentlich komisch. Weil das Forum wird eigentlich mehr oder weniger über das entschieden, was die Leute wollen oder nicht wollen. Gut. Gut, 600er Ping, das ist doch geil. Fallen alle. Alle 600er Ping, das ist doch mal gleiche Voraussetzung, außer Pleist. Du musst gleich herkommen. 600er Ping. Und jetzt rastet das. Ah, Lost Connection ist doch geil! Ich werde hier fahren. Okay. Halt nicht.
Wenn das Spiel nicht möchte, kann ich auch mitleben. Das ist ja nicht beleidigend. Welches Spiel für die nächsten 3 Jahre nicht mehr spielen? Oder Stunden. Obwohl Stunden wären ein bisschen doof. Oder? Es ist 23 Uhr, da wäre ich schon am liebsten im Bett. Dafür ja jeden Morgen recht früh aufstehen. Die Schule ist ja fast gar nicht weit weg von meinem Heimatort. Mikrofon? Haben wir alles? Ja. Gucken wir uns hier mal wenigstens das Auto ein bisschen schön an. Ich würde das so feiern, wenn man hier einfach mal irgendwie Testmodus in hier so das Auto rausfahren sehen würde, ne? Ach, das wäre so cool. Das wäre richtig cool. Das wäre wirklich cool. Das wäre wirklich cool. Das habe ich jetzt oft genug gesagt. Was ich aber noch nicht gesagt habe, leider, ist, dass es eigentlich schon alles war. Deswegen muss ich mich schweren Herzens von euch allen verabschieden. Und bitte vergesst nicht, happy crashing.